Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus. Und jetzt, nachdem ich euch das Unboxing-Video gezeigt habe von MicroCity, kümmern wir uns um das erste Let's Play. Heute spielen wir die Solo-Basis-Variante. Aber bevor wir das tun, gehen wir nochmal auf ein paar Dinge ein, die ich im Unboxing-Video falsch erklärt habe, falsch zugeordnet habe. Ich habe mir das inzwischen auf der Kickstarter-Kampagne im Pledge Manager und im Boardgame Geek Forum. Ich habe euch das nochmal unten im Kommentar verlinkt, das Boardgame Geek Profil, nochmal angeschaut. Und inzwischen gab es auch ein paar Diskussionen im Regelforum bei Boardgame Geek zu dem Spiel. Und jetzt können wir ein bisschen was detaillierter erklären. Also, zuerst lag in der Packung ja, wie ihr gesehen habt, eine Tüte mit 20 zusätzlichen Ressourcenmarkern. Die gab es tatsächlich im Pledge Manager nachträglich zu bestellen für ein paar Pfund. Das habe ich gemacht. Ich hatte das natürlich nur vergessen, weil es schon eine Weile her ist. Die sind einfach nur dazu da, um anstatt auf der Markerleiste die Ressourcen abzutragen, tatsächlich physische Gegenstände in der Hand zu halten. Das war dieses. Dann hatte ich euch gezeigt, das war auch offen drauf, diese Erweiterungskarte. Hatte irrtümlich gesagt, das ist die Logistics Expansion, das ist sie nicht. Das ist die Microwell Expansion, das steht ja auch drauf. Mit der habe ich mich aber noch nicht befasst. Das ist eine zusätzliche Erweiterung, die man wohl in jedem Spielmodus auch verwenden kann, dazu packen kann, wenn wir vielleicht in einem der nächsten Videos mal tun. Dann habe ich euch gezeigt, diese Karten hier. Das sind nichts anderes als die großen Versionen dieser kleinen Company Cards, wie sie heißen, um die Ressourcenmarker zu bewegen und darauf die vorhandenen Ressourcen abzutragen. Das ist hier nur die große Variante. Wir nutzen heute hier die kleinen. Auch weg. So, gehen wir zu den Karten. Hier liegt schon mal aufgebaut das Basisspiel, komme ich gleich zu. Was aber noch dabei ist, neben den vier Distrikten, die ihr hier seht, als Mittelkarten. Die haben in der Mitte die Nummern 1A, 2A, 3A, 4A. Nein, die B. Die 4 ist schon abgegradet. Die hat auch eine A-Seite. Die B-Seite ist ein Upgrade. Ihr seht das vielleicht. Kommen wir direkt mal dazu. Jede Seite hat eine A-Seite, jede Karte und eine B-Seite. Auf der A-Seite habe ich ein bzw. zwei Würfelsymbole pro Quartier, pro Area, in der ich bin. Auf der B-Seite habe ich zwei oder sogar drei Würfelsymbole, die ich dafür verwenden kann. Wie man das genau macht, da kommen wir gleich zu. Diese vier Basiskarten gibt es. Dann gibt es jetzt hier die Logistics-Erweiterung mit den Karten 5, 6 und 7. Die gab es als Zusatz. Dann gibt es eine zusätzliche, ganz normale Distriktkarte. Ein bisschen anderes Design, weil sie etwas anders zusammengestellt ist. Aber es ist eine normale Distriktkarte, die Nummer 8. Die Nummer 9 ist die Gartenerweiterung. Die hat hier oben einen Garten, einen Park, der eine neue Funktionalität bietet. Die Regel habe ich mir aber dazu noch nicht im Detail angeschaut. Und die Karten 10 und 11 sind die Seehafenerweiterung. Da geht es darum, Kontrakte für Schiffslieferungen zu erfüllen, indem man im Prinzip sowas Ähnliches macht wie bauen, nämlich Ressourcen hergeben. Dafür erfüllt man dann Kontrakte. Auch das habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut, kommt vielleicht in einer der nächsten Let's Plays. So, dann gibt es hier, das habe ich auch im Unboxing schon gesagt, die zusätzlichen Build-Karten, mit denen man sich seine Ziele, seine Bauziele setzen kann. Da gibt es eine Handvoll berühmter Gebäude. Nicht jedes davon ist sofort offensichtlich. Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie dieser Wolkenkratzer hier heißt. Wenn ihr es wisst, sagt mir Bescheid. Das hier ist natürlich der Eiffelturm. Man erkennt hier auch die Petronas Towers aus Asien. Auf den Rückseiten hat man ebenfalls zwei Erweiterungen. Flughafen, das hier ist die Sydney Oper. Da bin ich schon gewesen, ganz nett da, sehr hübsch. Diese Karten, anstatt der Basiskarte, die wir heute verwenden, kann man sie eben auch für ein Solospiel oder für den Zweispieler-Kooperationsmodus verwenden. Für den zweiten Spieler, wenn man im Wettbewerbsmodus spielt, braucht es natürlich auch eine Company-Karte für dessen Ressourcen und den Siegpunkte-Marker, auf dem dann die beiden Marker Rot und Blau um die Wette rennen und Punkte. Und die Projektkarten, die ihr hier links schon seht für die Solo-Variante, die hat natürlich auch der zweite Spieler. Ebenfalls, das sind identische Karten, jede Karte gibt es exakt zweimal und zusätzlich gibt es noch für den Kooperationsmodus eine Zusatzkarte, in der zwei Spieler untereinander Ressourcen tauschen können. Auch das tun wir heute nicht. Für den Zweispieler-Modus hier die eigentlichen Zielkarten, um Siegpunkte zu sammeln, indem man Ressourcen hergibt in einer Bauaktion. Die brauchen wir heute nicht und ebenfalls für die Zweispieler-Variante für das Sammeln zusätzlicher Punkte entsprechende sogenannte Vorteilskarten. Auch da habe ich mich mit den Regeln im Detail noch nicht befasst. Und als letztes noch zwei Symbolhilfen und Einstufungs-
Erklärungskarten, wie viele Runden man in welchem Modus spielen darf oder sollte. Auch das brauchen wir heute alles nicht. Kommt weg. Wir haben heute die Solo-Basis-Variante von Micro City. Ich habe hier vor mir eine kleine Regelhilfe, weil es auch eines meiner ersten Let's Plays überhaupt ist in dem Spiel. Ich habe das jetzt, ich glaube, zweimal durchgespielt, Solo. Und da braucht man natürlich immer noch ein bisschen Erklärungshilfe. So, was haben wir hier vor uns? Wir haben in der Mitte unsere kleine Micro City, unsere Mini-Stadt mit 4 Distrikten. Und jeder Distrikt ist aufgeteilt in 4 Quartiere, 4 Quarters. Und jedes Quarter hat bestimmte Eigenschaften. Mein Ingenieur steht hier in einem der Wohngebiete, die sind alle rot. Dann haben wir hier Industriegebiete, die sind mal schwarz, da gibt es dann Kohle, mal orange-gelb, das ist dann ein Stahlindustriegebiet. Hier das Grüne, da gibt es Holz. Und dann haben wir hier in Blau die Handelsgebiete, die Handelsareas, in denen man Waren tauschen und gegen Geld eintauschen kann. So, dann habe ich hier auf der rechten Seite meine Company-Karte mit meinem Startbesitz. Eigentlich ist da nichts, wir fangen mit 0 Ressourcen an, aber wir haben immerhin 2 Geld. Mein Rundenzähler steht für den Easy-Mode auf 10 Runden, die werden runtergezählt. Und das hier ist meine eigentliche Zielkarte. Ich muss diese 4 Ebenen bauen, das heißt, ich muss jeweils 4-mal Ressourcen hergeben in einer Bauaktion, um dann diese Ebene jeweils gebaut zu haben. Ihr seht auch hier, die haben keine Nummern, diese Kreise. Ich kann also in beliebiger Reihenfolge bauen. Wenn ich auf die Karten des Solospieler-Modus gucke bezüglich anderer Gebäude, auch hier, dieses Gebäude hat keine Nummerierung in den Kreisen, dieses aber sehr wohl. Das heißt, ich muss hier in der vorgegebenen Reihenfolge, von unten nach oben ist das immer, bauen. Das brauche ich aber in diesem Falle hier nicht. Ich kann also hier beliebig auswählen, das macht die Lage etwas einfacher. Auf der linken Seite haben wir Projektkarten. Damit fangen wir in der Regel an, nachdem wir gewürfelt haben, und suchen uns eine Projektkarte aus. Auf der gibt es 3 wichtige Elemente, nämlich oben links die Information, wie weit mein Engineer jeweils laufen darf. Das ist in der Regel einmal und mit diesen beiden Karten 2 Felder. Das funktioniert so, indem er einfach rechtwinklig läuft. Er darf nicht diagonal laufen, das geht nicht, aber er braucht, um von hier aus zu dem Kohlefeld zu kommen, 2 Bewegungspunkte. Und dann hat jede Projektkarte 2 Aktionen, eine Basisaktion hinter dem, auf dem weißen Feld aufgedruckt und auf dem grauen, etwas größeren Feld aufgedruckt, eine Advanced Action. Die kann ich aber nur machen, wenn ich einen entsprechenden Würfel dafür einsetze. Und so sieht es dann auch hier in der im zweiten Teil der Runde aus, wenn ich die Investmentphase habe. Auf dem jeweiligen Feld, auf dem mein Ingenieur dann steht, kann ich gewisse Aktionen tätigen. Und auch hier gibt es jedes Mal pro Feld eine Basisaktion und eine Advanced Action. Und dafür seht ihr dann auch jeweils den Würfelbedarf. Der ist hier unten links oder unten rechts auf der Karte in dem jeweiligen Quarter angezeigt. Die Basisaktion ist hier oben beschrieben. Letztlich bekomme ich auf einem Industriefeld die angegebene Ressource. Das ist hier Kohle, das ist hier Stahl, das ist hier Holz. Auf einem Handelsfeld steht hier, dass ich Ware eintauschen kann. Und die Regel dafür sagt, ich kann eine Ware gegen eine andere Ware tauschen und bekomme zusätzlich ein Geld. Und die Advanced Action an dieser Stelle wäre, dass ich bei Einsatz eines Würfels mit dieser oder dieser Nummer in diesem Falle, dass ich dann eine Ware gegen 2 andere Ware tauschen kann. Die müssen aber auch, die können auch verschieden sein, müssen nicht gleich sein und bekomme auch ein Geld zusätzlich. Im Industriefeld, hier Kohle, Stahl, Holz, ist die Advanced Action, wenn ich den Würfel einsetze, jeweils, dass ich 2 Ressourcen bekomme anstatt einer. Und auf den Wohngebieten zuletzt habe ich die Basisaktion, dass ich 2 Geld bekomme, wenn ich keinen Würfel einsetze. Und wenn ich einen Würfel einsetze, kann ich bauen, kann ich eine Baumaßnahme veranlassen. Und das ist genau das, was ich brauche. Das ist das Ausgeben von gesammelten Ressourcen und damit das Bauen dieser jeweiligen Ebene. Und genau da müssen wir hin. Wir müssen alle 4 Ebenen bauen und das innerhalb von 10 Runden. Der Rundenablauf sieht so aus. Das sieht man auch auf der Regelkarte ganz gut. Ich habe eine Vorbereitungsphase, ich habe eine Projektphase, ich habe eine Investmentphase und eine Cleanup oder Final Phase, hier heißt sie hier. In der Vorbereitungsphase wird gewürfelt. Dann kann ich die Würfel manipulieren, indem ich Ressourcen oder Geld ausgebe. Ich kann auch diese Investmentmarker, das sind hier die kleinen Häuschen, die ihr seht, auch wieder zurückholen vom Feld, wenn ich sie brauchen sollte. Aber auch dafür muss ich entweder eine Ressource oder 2 Geld hergeben. Oder ich kann Ressourcen verkaufen, um Geld zu gewinnen. Das kann ich in der Vorbereitungsphase beliebig lange tun. Und dann
habe ich die Projektphase, in der ich eine Projektkarte auswähle und mit der arbeite, sprich meinen Engineer um ein oder zwei Felder bewege, je nachdem, und dann entweder die Basisaktion oder, wenn ich das möchte, die Advanced Action ausführe. Dann kommt die Investmentphase. Wenn mein Engineer auf einem Feld steht, auf dem noch kein Investmentmarker liegt, dann kann er die Aktion nutzen, und zwar entweder die Basisaktion, hier in diesem Falle zwei Geld holen oder eine Ressource oder eben einmal handeln, oder die Advanced Action, aber auch dafür müsste ich dann einen Würfel hergeben. Und in der Final Phase kommt dann das, dass ich das Feld, auf dem er dann gearbeitet hat, der Engineer, mit einem Investmentmarker belege. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann muss natürlich auch der Rundenzähler runtergesetzt werden, und wenn ich die Würfel nicht eingesetzt habe und sowohl auf der Projektkarte als auch auf dem Feld hier die Standardaktion gewählt habe und keinen Würfel gebraucht habe, dann bekomme ich zusätzlich als Sparsamkeitsbelohnung noch ein Geld dazu. Und ganz wichtig zu wissen, wenn ich einen Investmentmarker bräuchte, also weil ich ihn hier vielleicht auch einsetzen muss, aber ihn nicht mehr habe, dann bin ich pleite, habe verloren. Wenn der Rundenzähler auf Null läuft und ich habe noch nicht alle Ebenen gebaut, bin ich ebenfalls habe ich verloren. Versuchen wir, ob das klappt in 10 Runden mit der einfachen Basisaktion. Was wir hier brauchen in der Summe, gucken wir mal kurz drauf auf die Karte. Nehmen Sie mal hoch. Na komm schon. Was wir hier brauchen, sind letztlich 3 Stahl, 2 Kohle und 4 Holz. Die müssen wir irgendwie sammeln und sie dann in beliebiger Reihenfolge auch ausgeben, um zu bauen. Wir schauen mal, wie das funktionieren kann. Erst wird gewürfelt. Eine 6, eine 2. Es geht ums Ressourcen sammeln, und wir könnten uns zum Beispiel, jetzt wo ich die 2 sehe hier oben ist ebenfalls eine 2, uns dorthin bewegen, die Advanced Action in diesem Feld nutzen und dafür 2 Stahl zusammensuchen. Das würde uns zum Beispiel in die Lage versetzen, in der Runde danach zum Beispiel direkt diese Ebene hier bauen zu können, wenn es von den Würfel- und Bewegungsfeldern her klappen sollte. Das klingt nach einer guten Idee. Gucken wir mal an, was wir dafür brauchen an weiteren Möglichkeiten. Wir haben eine 6 gewürfelt. Das würde uns dazu bringen, dass wir auf dieser Karte die Advanced Action nutzen könnten. Was bringt sie uns? Gain 2 Money or 1 Resource and retrieve all Project Cards apart from this one. Jede Projektkarte, wenn sie einmal gespielt ist, kommt auf eine Ablage. Und natürlich brauchen wir sie irgendwann wieder. Dafür kann man entweder standardmäßig den Engineer um ein Feld bewegen und dann die Karten alle zurückholen, oder man nutzt eben so eine Karte. Aber wir brauchen ja jetzt alle diese Ressourcekarten nicht und die Projektkarten nicht, weil wir sie ja alle noch hier auf der Hand haben. Ich habe sie euch nur ausgelegt, damit ihr sie alle sehen könnt. Und wenn ihr wünscht, zoomt rein in das Video und lest euch die einzelnen Felder durch. Ich erkläre aber auch bei jedem Einsatz einer Karte, was draufsteht. So, die 6 als solche brauchen wir hier bei den Projektkarten nicht. Bei den Ressourcenkarten könnten wir aber auch hier hin und uns die 6 hier vergeben und da 2 Stahl holen. Das können wir aber hier genauso mit der 2. Da brauchen wir nur ein Feld weit laufen. Wir schauen, was wir noch brauchen könnten. Wir können andere Ressourcen brauchen und natürlich Geld brauchen. Wir könnten zum Beispiel hergehen und so etwas machen wie das hier, ein Geld ausgeben und eine Ressource kaufen. Das ist gar nicht so schlecht. Dafür könnte der Ingenieur aber auch 2 Felder laufen. Dann würden wir aber nicht hier hinkommen, sondern vielleicht hier hingehen, um die 6 einzusetzen. Das können wir mal machen. Gehen wir das mal an. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Projektkarte den Ingenieur um 2 Felder weiter, geben ein Geld aus, kaufen uns einen Stahl, weil wir brauchen in der Gegend in der Regel ja 3 Stahl, um vollständig zu sein. Einen haben wir uns jetzt gekauft, die anderen beiden holen wir uns gleich. Die Karte ist gespielt, kommt weg. Jetzt setzen wir die 6 ein, Advanced Action auf dem Investmentfeld, kriegen 2 Stahl, damit sind wir schon mal 3 Stahl, und damit sind wir, was den Stahl angeht, auf Zielniveau, da müssen wir hin. Und damit ist die Investmentphase ebenfalls erledigt, und jetzt kommt die Final Phase. Wir müssen also einen Investmentmarker hier platzieren, weil wir das Feld genutzt haben. Dann müssen wir den Rundenzähler runterzählen. Die Runde ist nämlich zu Ende. Und wir kriegen jetzt keinen Bonus, weil wir einen Würfel eingesetzt haben. Und damit ist diese Runde fertig. Wieder würfeln. Nochmal eine 6 und eine 2.
Was brauchen wir noch an Ressourcen oder können wir schon bauen? Bauen können wir nur in einer Advanced Action auf einem der Wohngebiete. Hier würde zum Beispiel die 2 gebraucht werden, da müsste ich 2 Felder nach oben laufen. Dafür müsste ich diese Karte einsetzen. Das können wir ja direkt mal tun. Wir setzen den Ingenieur 2 Felder weiter. Holen uns entweder einen Investmentmarker wieder oder eine Ware. Aber ich glaube, an dieser Stelle holen wir uns diesen Investmentmarker wieder, den wir da ausgegeben hatten und haben die Karte gespielt. Kommt weg und jetzt geben wir in der Investmentphase die 2 als Advanced Action aus und bauen sofort mit 2 Stahl ausgegeben diese Ebene. Reihenfolge ist ja nicht beliebig an dieser Stelle, von daher kein Problem. Und damit haben wir schon eine Bauaktion ausgeführt. Jetzt räumen wir auf, Investmentmarker platzieren, Belohnung an Geld gibt es nicht, weil wir einen Würfel eingesetzt haben, also ist die Runde zu Ende. Wir würfeln, ich muss den Rundenzähler natürlich weiterzählen. Wenn das jetzt so einfach wäre, dass ich alle 2 Runden bauen kann und auch jeweils entsprechend Ressourcen gesammelt habe vorher in der einen Runde, dann wären wir nach 8 Runden durch. Ich glaube, es wird nicht ganz so einfach. Ups, du kommst wieder zurück. Eine 3 und eine 4. Mal gucken, was wir jetzt machen. Wir brauchen noch weitere Ressourcen. Die 4 würde uns dazu bringen, hier 2 Holz holen zu können. Halten wir uns das mal im Hinterkopf. Wir brauchen auch nur ein Feld weiterzulaufen. Klingt nach einem Plan. Machen wir direkt ein Feld laufen. Remove one investment marker from any area. Das heißt, wir holen uns den hier zurück. Ist immer gut, möglichst alle vor sich zu haben im Pool. Und damit ist die Karte gespielt. So, dann geben wir die 4 hier aus. Wir legen sie direkt hier rüber. Holen uns 2 Holz. Tragen wir auf. Und dann kommt hier der Investment Marker hin, der Rundenzähler. Jetzt könnten wir theoretisch sogar schon diese Ebene bauen. Hängt davon ab, was wir würfeln und was wir dann machen können. Ups, der Rundenzähler war auf der 7. Ne? So, eine 5, eine 1. Die 5 könnte uns aber auch Kohle geben hier. Mit der 1 oder der 5 bauen würde bedeuten, dass wir entweder hier hin müssten oder hier hin. Das ist zu weit weg, um da direkt hinzukommen. Dann kümmern wir uns mal um die Kohle. Wie viel brauchen wir in der Summe? 2. Das würde passen. Wir müssen nur ein Feld laufen. Und dann gucken wir mal, was uns am meisten hilft. Was brauchen wir denn noch an Ressourcen? Machen wir das hier mal. Wir laufen ein Feld hier rüber. Holen uns 2 Geld oder eine Ware. Ich hole uns jetzt mal 2 Geld. Und warum, erkläre ich euch gleich. Erstmal haben wir die gespielt. Auf dem Feld hier, Investmentphase, setzen wir die 5 ein und holen uns 2 Kohle. Die brauchen wir ja auch hier. Rechts unten seht ihr das. Und damit ist die Phase auch vorbei. Investmentmarker platzieren, Runde runterzählen. Und Belohnungen gibt es nicht. Auf geht's, nächste Runde. 2 Einsen. Um mit einer 1 bauen zu können, müsste ich hier hin. Dafür bräuchte ich 2 Bewegungspunkte. Ich habe aber nur noch jeweils einen Bewegungspunkt übrig. Ich könnte aber zum Beispiel diese Aktion nutzen, ein Feld laufen, hier runter auf dieses Wohngebiet. Und dann einen Würfel auf jeden beliebigen Wert setzen und damit einen der Einsen auf eine 4 umändern, auf der ich dann bauen kann. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch. Was brauche ich denn noch an Ressourcen? Eigentlich brauche ich noch 2 Holz. Ja, das könnte uns auch helfen. Nehmen wir mal diese Karte hier. Ich bewege den Ingenieur um ein Feld hier runter. Gebe jetzt 3 Geld aus und für diese 3 Geld hole ich mir 2 Ressourcen, das ist nämlich mein Holz, und hole mir einen Investmentmarker wieder. Nehmen wir den hier. Das ist eigentlich völlig beliebig. Und genau deswegen hatte ich mir auch eben die 2 Geld organisiert mit der anderen Projektkarte vorher in der Runde, damit ich genau das hier tun kann.
Hier diese Karte, da gab es im Boardgame Geek Regel Forum noch eine kleine Diskussion, aber da hat eben auch einer der Spieldesigner geantwortet. Man muss 3 Geld ausgeben und kann dann beides tun. Die Karte wird also, diese beiden Aktionen gehören also hinter das gebt 3 Geld aus. Es war nicht so, das hatte ich anfangs mal falsch verstanden, dass man diese 3 Geld ausgibt, um diese 2 Waren zu bekommen und dann das hier macht. Das ist nicht so, sondern man muss 3 Geld ausgeben und dann kann man beides machen. Wenn man die 3 Geld nicht hat, kann man auch gar nichts machen. So, wir haben die Karte gespielt und jetzt machen wir hier auf diesem Feld, weil wir nicht bauen können, wir haben keine 4, machen wir die Standardaktion und gewinnen 2 Geld. Und damit geht dieser Investmentmarker dorthin und die Runde ist zu Ende. Und wir haben jetzt, gucken wir mal kurz drauf, wir brauchen 2 Kohle, haben wir. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Holz, haben wir auch. Eigentlich haben wir alles, wir brauchen nur noch bauen und dafür haben wir 3 Felder zu bauen und 5 Runden Zeit. Das könnte klappen. Mal würfeln. Ha, Moment, ich habe noch was vergessen. Ich habe diese beiden Einsen nicht gebraucht. Das heißt, ich gewinne ein zusätzliches Geld am Ende der Runde. So, was ich neu gewürfelt habe, eine 2 und eine 3. Zum Bauen müsste ich dann hierhin oder hierhin. Da komme ich aber mit 2 Bewegungspunkten nicht hin. Aber jetzt hilft mir diese Karte. Ich laufe 1, setze einen Würfel auf einen beliebigen Wert, nämlich die 3, setze sie auf die 1 und habe die Karte gespielt. Und jetzt kann ich auf diesem Feld die 1 nutzen, die erweiterte Aktion spielen und wir fangen unten an. Ein Kohle, ein Stahl, ein Holz und habe gebaut. Investmentphase zu Ende, aufräumen hier und hier und damit, es gibt diesmal kein Geld, habe ja einen Würfel eingesetzt und damit geht die nächste Runde los. Und jetzt seht ihr, ich habe keine Projektkarte mehr, das heißt, ich kann jetzt als nächstes nur noch auf der Projektphase meinen Ingenieur um ein Feld bewegen und hole alle Projektkarten zurück. Was ich gewürfelt habe, eine 6 und eine 4 und das funktioniert auch, wenn ich das richtig sehe. Ich brauche nichts machen, ich hole nur in der Projektphase jetzt meinen Ingenieur ein Feld weiter und hole alle Karten zurück. Ich lege sie mal wieder aus, sodass sie sortiert sind mit den einzusetzenden Würfeln, 4, 5, 6, alle da. Auf der Projektphase habe ich natürlich jetzt keinerlei Aktionen, aber jetzt bin ich in der Investmentphase. Was kann ich tun? Hier kann ich bauen und zwar mit einer 6. Die setze ich dann auch ein und baue meinetwegen diese Ebene, 2 Holz und dann kommt der Investmentmarker noch hier hin. Der Rundenzähler eine runter und die nächste Runde. Die Korkunterlage nicht groß genug. Und eine 2. Jetzt müsste ich hier bauen, dafür muss aber hier der Investmentmarker vorher weg, sonst ist ja das Feld bereits blockiert, um dort bauen zu können. Und dafür bräuchte ich die 1. Was ich machen kann, ist, dass ich vorher den Investmentmarker wegnehme. Dann klingt diese Karte ganz spannend, dass ich einen Investmentmarker frei machen kann und ich brauche eigentlich nur noch 2 Investmentmarker. Einen habe ich noch hier und einen zweiten kann ich mir hier wiederholen. Und genau das tun wir jetzt auch. Das sieht sehr gut aus. Wir nehmen den Ingenieur noch hier oben und holen uns mit der Standardaktion einen Investmentmarker zurück und haben die Karte gespielt. Und jetzt kommt die Investmentphase und damit werden wir nun auch fertig. Wir nehmen die 1, setzen sie als Advanced Action hier ein, machen einen Bau auf dieser Ebene, geben Kohle und Holz aus und sind damit fertig. Im Prinzip können wir jetzt noch aufräumen, das den Rundenzähler runter und haben gewonnen. Und das vorzeitig. Wir haben tatsächlich in 8 Runden von 10 es geschafft, alle 4 Ebenen zu bauen. Das heißt, wir haben rechtzeitig alle Ressourcen zusammenbekommen. Das ist eine einfache Version der Basis-Solo-Variante von Micro City von Destroy Games aus Polen. Ein lustiges kleines Spielchen. Ich werde mir die Regeln der Erweiterungen angucken. Insbesondere, was mich interessiert, sind die
Machen wir sie. Sind die Seehafenerweiterung und die Gartenerweiterung. Das schaue ich mir an und werde dann dazu auch noch ein Let's Play machen. Mit der Logistics-Erweiterung, auch das baue ich mit ein. Auch da kommen also mindestens noch ein oder zwei Let's Plays zu Micro City. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von dem Spiel haltet und wie ihr das Video gefunden habt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Spartakus.